Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Bewerbung auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Jan Steffen und heute möchte ich mit Ihnen über das Thema Bewerbungsunterlagen sprechen, sodass Sie Ihre Schülerinnen und Schüler optimal auf den Einstieg in das Berufsleben vorbereiten können. In unserem Interview mit Christian Emigholz von Reifen Emigholz haben wir bereits über das Thema Bewerbung gesprochen und heute möchte ich anhand einer kurzen Präsentation noch einmal die Details darstellen. Worum geht es heute? Unsere Themen für heute sind einmal das Thema Bewerbung im Allgemeinen, dann der Lebenslauf, das Anschreiben, welche Rolle spielt das Anschreiben und was gilt es bei dem Anschreiben zu berücksichtigen und Tipps und Trends im Bewerbungsprozess und in der Bewerbung. Sie werden sehen, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Darauf möchten wir zum Schluss dieses Vortrags kurz eingehen. Bewerbung. Heutzutage ist es so, dass in vielen Branchen von einem Fachkräftemangel gesprochen wird. Das heißt, durch den demografischen Wandel stehen den Unternehmen deutlich weniger Schülerinnen und Schüler zur Verfügung, dem Arbeitsmarkt folglich weniger Menschen zur Verfügung. Das heißt, Fachkräfte sind heiß begehrt und gerade im Bereich Ausbildung sehr, sehr relevant. Nichtsdestotrotz ist es nicht zu vernachlässigen, dass die Bewerbung eines Schülers oder einer Schülerin Marketing ist, denn in dem Wort Bewerbung steckt der Begriff Werbung und Werbung ist Marketing. Das heißt, als Grundlage für Bewerbungsunterlagen gilt es, dass Ehrlichkeit Pflicht ist. Ich kenne das aus meiner eigenen Schulzeit, da war es so, da wurde geschönt, da wurde das vielleicht im Anschreiben noch erwähnt und so weiter. Davon raten wir ganz, ganz konkret ab, weil wir sagen, das, was wir als ausgelegte Wahrheit in das Anschreiben schreiben, bleibt als die Person zurück. Und die Person muss im Zweifel ein ganzes Leben lang mit diesen Unwahrheiten sich am Arbeitsmarkt oder bei dem Arbeitgeber behaupten. Deswegen Ehrlichkeit ist oberste Priorität und da geht es eben auch um Themen wie Hobbys. Also die Fragestellung, soll ich Fußball als Hobby reinschreiben, ja oder nein? Auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen, wenn jemand Fußball spielt, dann bedeutet das eben auch Teamfähigkeit. Ein weiterer wichtiger Punkt grundsätzlich für das Thema Bewerbung ist die Darlegung der Motivation. Warum möchte der Schüler oder die Schülerin diesen Beruf erlernen? Warum interessiert er sich dafür? Es ist völlig klar, dass jemand mit 14, 15 noch nicht derart ausgeprägt ist in seinen Wünschen und Entscheidungen, aber grundsätzliche Tendenzen sind auf jeden Fall zu benennen und die Motivation entsprechend darzulegen. Natürlich sollte es authentisch sein, die Bewerbung, also sie soll den Bewerber auch entsprechend widerspiegeln, sodass der Arbeitgeber einen ersten guten Eindruck über den Kandidaten bekommen kann. Genau. Wir werden oft gefragt, wie lange oder welches Zeitfenster ist gut, um sich zu bewerben. Wir sagen, 6 bis 12 Monate für einen Ausbildungsplatz ist gut. Durch die Schnelllebigkeit, den Fachkräftemangel und natürlich die besonderen Herausforderungen, mit denen wir derzeit zu tun haben, kann das Zeitfenster auch kürzer sein. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass aktuell wenig Berufsmessen stattfinden und das Thema Berufsorientierung, wo wir in einem späteren Modul nochmal darauf eingehen werden, einfach sehr, sehr schwer durchzuführen ist im Rahmen einer Pandemie. Aber grundsätzlich kann man sagen, 6 bis 12 Monate. Also sich früh mit der Fragestellung beschäftigen, welche Ausbildung möchte ich machen, wo soll für mich die Reise hingehen. Genau, um ein kleines Verständnis dafür zu wecken, wie eine Personalabteilung funktioniert, haben wir hier eine Chart aufgearbeitet, wo wir Ihnen einmal zeigen, wie läuft der Prozess, wenn sich jemand beworben hat. Die Bewerbung geht ein, ganz klar, die Bewerbung erreicht die Personalabteilung und da ist dabei darauf zu achten, dass der Schüler oder die Schülerin sich auf der Art bewirbt, wie das Unternehmen das vorgibt. Also steht in der Stellenanzeige, bitte Bewerbung per E-Mail verschicken, dann sollte diese auch unbedingt per E-Mail verschickt werden. Es gibt keine Zusatzpunkte im Bewerbungsprozess, wenn die Bewerbung per Post und auf besonders tollem Papier stattfindet. Das passiert nicht, sondern die Unternehmen geben den Bewerbungsweg vor, einfach vor dem Hintergrund, damit dieser sich in die operativen Prozesse im Unternehmen einbringt. Anders gesagt, wenn die Bewerbung per E-Mail gewünscht ist, der Kandidat sich aber per Brief bewirbt, bedeutet das, dass dieser Brief eingescannt werden muss, dann muss der per E-Mail auf das entsprechende Laufwerk geschickt werden in der Firma. Das bedeutet mehr Aufwand und seien wir realistisch, mehr Aufwand
hat niemand gerne. Und wir erleben es teilweise auch, dass Bewerbungen, die dann zum Beispiel auf dem falschen Weg eingehen, schlichtweg liegen bleiben. Also ganz wichtig. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Manchmal lohnt es auch, in einer Firma anzurufen und zu sagen, hallo, ich interessiere mich für einen Job, darf ich einmal vorbeikommen und meine Unterlagen persönlich abgeben. Unternehmen, die da sehr engagiert sind in der Nachwuchsförderung, die werden das entsprechend auch bejahen. Es gibt Firmenjobportale, also Bewerbermanagementsysteme. Diese Bewerbermanagementsysteme können in Teilen sehr, sehr anstrengend für die Schülerinnen und Schüler sein. Technisch nicht selten ein bisschen in den 90er Jahren hängen geblieben, sehr viele Fragen mit einer hohen Abbrecherquote, dass das System hängt oder was auch immer. Da gucken, ob das Unternehmen vielleicht einen anderen Bewerbungsweg akzeptiert oder dann eben einfach dranbleiben, wenn man unbedingt für dieses Unternehmen arbeiten möchte. Ist die Bewerbung erfolgreich abgeschickt und eingegangen, dann ist es so, dass das Unternehmen sich im Schnitt ca. 5 Minuten Zeit nimmt, um sich einen ersten Eindruck von den Bewerbungsunterlagen zu verschaffen. In diesen 5 Minuten wird relativ klar entschieden, wer ist da vor mir. Und da ist das Anschreiben bedingt wichtig, vor dem Hintergrund, dass in dem Anschreiben schon die Persönlichkeit des Schülers oder der Schülerin dargestellt sein sollte. In der Realität läuft es ja häufig so, der Schüler schreibt das Anschreiben, dann schaut die Mutti nochmal drüber, dann der Onkel, der mal in der Personalabteilung war und am Ende haben ganz viele an diesem Anschreiben rumgeschrieben und die Persönlichkeit der Person bleibt auf der Strecke. Es gibt nur diesen einen Moment, wo der Schüler oder die Schülerin für sich werben kann. Das sollte dann eben im Anschreiben auch wieder gespiegelt werden. Sind die Unterlagen gesichtet, wird es eine erste Auswahl geben. Da werden wir häufig gefragt, wie lange dauert es, bis Unternehmen sich zurückmelden und soll ich auch nachfragen, wenn ich von dem Unternehmen nichts gehört habe. Tatsächlich ist es immer noch so, dass der Durchschnitt der großen deutschen Unternehmen in etwa 13 Tage brauchen, um eine qualifizierte Rückmeldung auf eine Bewerbung zu geben. 13 Tage erscheint mir ganz persönlich sehr, sehr lange. Wenn wir davon sprechen, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Das ist aber die Realität aktuell noch, also circa 13 Tage, bis es zur qualifizierten Rückmeldung kommt. Sollte nach 3 Wochen keine Rückmeldung erfolgt sein, dann kann man dann durchaus mal anrufen. Im besten Fall findet sich in der Stellenanzeige ein Kontakt. Genau, die erste Auswahl ist gemacht und wenn alles gut gelaufen ist an diesem Punkt, geht es dann zum Bewerbungsgespräch. Hinter den Kulissen. Was passiert hinter den Kulissen in der Personalabteilung? Wie schon gesagt, also ca. 40% der Recruiter investieren maximal 5 Minuten in den Bewerbercheck. Dabei ist es dann ganz, ganz wichtig, dass es eine übersichtliche Struktur ist und damit der Schlüssel zum positiven Auffallen. Alles, was zu kompliziert ist, alles, was nicht klar darlegt, wie ist die Motivation, ist Mehraufwand und ermöglicht es nicht direkt einen Einblick von dem Kandidaten oder der Kandidatin zu bekommen. Genau, wie eben schon gesagt, also die Hälfte der Personaler bevorzugen tatsächlich das Online-Formulare auf der Karriere-Website. Wir stellen auch immer mehr fest, dass die Karriere-Website in den Fokus rückt. Also immer mehr Unternehmen haben eine Karriere-Website und das ist für die Bewerber gut, weil man sich dort einen ersten Eindruck verschaffen kann. Wie tickt der Arbeitgeber? Passe ich als Person zu dem Arbeitgeber? Und der Arbeitgeber eben dann die Bewerbung auch direkt in die internen Prozesse integrieren kann. Weiterhin gibt es die One-Click-Bewerbung, also das Bewerben aus sozialen Netzwerken heraus, also zum Beispiel aus Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, was auch immer. Das ist im Bereich der Ausbildung häufig nicht so relevant, weil die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich noch nicht auf LinkedIn und Xing vertreten sind, wird dann aber im späteren Verlauf des Berufslebens zunehmen. Das bedeutet, dass wenn ich mich auf einen Job bewerbe, ich schlichtweg nur auf Bewerben klicke. Das ist dann mit meinem zum Beispiel Xing-Profil verbunden. Die Daten werden automatisch bei dem Unternehmen hochgeladen und die Bewerbung ist eingereicht. Da wird auch der Trend hingehen, dass man das Bewerbungsverfahren generell mehr und mehr automatisiert. Im Bereich der Ausbildung heute noch nicht so relevant.
Wir kennen das alle, es wird sehr, sehr viel Energie in das Anschreiben gesteckt, aber wie das Gespräch mit Christian Emigholz auch gezeigt hat, ist es schlichtweg so, dass der Lebenslauf einen sehr klaren und strukturierten Einblick in den Bewerber gibt und dieser Einblick es eben auch ermöglicht, eine erste Auswahl zu treffen. Das heißt, wenn wir Statistiken bemühen, ist es so, Menschen stecken sehr viel Energie in das Anschreiben, Unternehmer haben ein geringes Interesse an dem Anschreiben und es wird nicht so viel Energie in den Lebenslauf gesteckt, das ist aber das, was Unternehmer wollen. Also wenn der Lebenslauf überzeugt, dann ist der erste Schritt gemacht. Genau, ist für 99% der Recruiter das Wichtigste an der Bewerbung, erst die Pflicht und dann die Kür. Er liefert Fakten, er liefert einfach Fakten über den Bewerber, ist klar logisch aufgebaut, gibt Aufschluss, was der Bewerber aktuell macht. Das ist natürlich bei Schülerinnen und Schülern eben das Schülersein, aber eben auch über weitere Aktivitäten, die der Schüler zum Beispiel in seiner Freizeit macht. Wir haben mit Herrn Emigholz darüber gesprochen und da war das Thema Fußball und Herr Emigholz hat das als sehr teamfähig empfunden. Von daher ist das auf jeden Fall etwas, was eben auch im Lebenslauf steht. Genau. Gibt alle Kompetenzen wieder, die für den Job relevant sind. Also habe ich als Schüler zum Beispiel schon mal ein Praktikum gemacht, engagiere mich ehrenamtlich und was auch immer ich tue, das wird über den Lebenslauf sehr strukturiert transportiert und eben auch in einer relativ einheitlichen Form. Das heißt, Unternehmer können das sehr, sehr einfach lesen. Der Lebenslauf erhält die Kontaktdaten des Bewerbers, verzichtet auf überflüssige Informationen wie Name und Beruf der Eltern. Darüber kann man sich streiten. Also es ist tatsächlich so, dass in manchen Berufen kann es hilfreich sein, wenn ich selber Lehrer werden möchte und meine Eltern sind Lehrer, dann kann dadurch ein Vorteil entstehen. Generell wird es heute in der Form nicht mehr erwartet. Zeigt ein sympathisches Foto. Es ist nicht Pflicht, aber wir empfehlen immer, ein Foto mitzuschicken, damit man einen ersten Eindruck bekommt. Und bei dem Foto sollte auch ganz klar beachtet werden, dass das Foto sowohl zu der Persönlichkeit passt, als eben auch zu dem Job, auf den ich mich bewerbe. Also wenn ich mich als Schreiner bewerbe, dann kann es durchaus vom Foto her auch so sein, dass ich mich nicht wie ein Banker anziehen muss, weil ich natürlich immer überlege, wer guckt sich das an, wer passt zu mir und wer ist... Und der Eindruck entsteht durch das Foto im ersten Moment. Genau. Das Anschreiben, da ist die allererste Pflicht, und das ist das, was wir immer wieder feststellen, dass die allererste Pflicht ist es, die Stellenanzeige zu lesen. Was steht in der Stellenanzeige drin? Und mein Anschreiben nimmt Bezug auf die Stellenanzeige. Das weist im Grunde genommen nach, dass ich die Stellenanzeige gelesen habe, dass ich mich mit dem Beruf in Ansätzen auseinandergesetzt habe und warum der Bewerber zu dem Unternehmen passt. Es ist immer wieder gängige Praxis, dass Bewerbungsanschreiben mit Sätzen beginnen. Mit besonderer Freude habe ich im Berufsinformationszentrum erfahren, dass Sie eine Ausbildung als Gärtner oder Gärtnerin anbieten und ich liebe es, gefördert und gefordert zu werden und sehe ausgezeichnete berufliche Perspektiven in der Gärtnerei XY. Das ist jedem Gärtner relativ schnell klar, dass dieses Anschreiben eben nicht die Persönlichkeit des Bewerbers oder der Bewerberin widerspiegelt. Deswegen immer daran denken, eine Bewerbung ist Werbung für den Kandidaten. Also, wenn es eine persönliche Geschichte gibt, warum ich mich eben für diesen Beruf interessiere, weil mein Großvater Gärtner war, weil ich schon immer gerne im Garten arbeite, dann darf das ruhig in das Anschreiben rein. So wird eine persönliche Beziehung zum Unternehmen hergestellt und man hat in der Bewerbung schon einmal direkt die Nase etwas vorn. Ganz wichtig, und es mag banal klingen, aber der Ansprechpartner ist konkret benannt. Also ich habe selber lange für eine Reederei gearbeitet und wenn wir da Bewerbungen bekommen haben, wo dran steht, das war für Arosa, das darf man sagen, Flusskreuzfahrtreedereien, und wir haben ganz häufig Bewerbungen bekommen, die an AIDA adressiert waren, mit dem falschen Ansprechpartner und so weiter, ist unsere klare Empfehlung oder ist meine ganz klare Erfahrung, diese Bewerbung wird aussortiert. Da gibt es kein Vertun. Ich sage mal so, ein Komma falsch, alles gar kein Problem, mal irgendwie ein Wort falsch geschrieben, das kann alles passieren, aber Ansprechpartner ist essentiell, weil das ist der erste Ausdruck und die erste Message,
hey, ich habe mich mit eurem Unternehmen beschäftigt oder eben, hey, ich habe mich nicht mit eurem Unternehmen beschäftigt. Das lässt auf in gewisser Weise Unkonzentration, auf Desinteresse rückschließen und ist in der Regel ein Ausschlusskriterium. Es muss schon sehr, sehr eng um diesen Arbeitsplatz oder Arbeitsmarkt gestellt sein, dass man dieses Anschreiben dann noch einmal mitnimmt. Genau, Ansprechpartner ist korrekt benannt. Auch hier nochmal der Hinweis, und das erleben wir auch immer wieder, achten Sie darauf, welche E-Mail-Adressen die Schülerinnen und Schüler in ihrem Lebenslauf und in den Anschreiben für sich selber verwenden. Wir haben E-Mail-Adressen gelesen wie ghettochick88@hotmail.com, jungundwillig@yahoo.de. Ich kann Ihnen versichern, das mag zwar lustig sein und die Schülerinnen und Schüler finden das vielleicht auch witzig, aber ein Personaler, der solche E-Mail-Adressen liest, der geht schon mal mit einer ganz anderen Herangehensart oder Herangehensweise an diesen Kandidaten ran. Und da geht es dann am Ende eben nicht darum, ob der Satz vielleicht mal ein Stück falsch eingerückt ist und so weiter, sondern das sind Ausschlusskriterien und K.O.-Kriterien. Also eine wirklich gute, saubere E-Mail-Adresse, Vorname, Bindestrich, Nachname, Vorname, Unterstrich, Nachname, in welcher Form auch immer. Aber ganz, ganz entscheidend, das eben klar zu machen. Genau. Das Anschreiben sollte weiterhin auf überflüssige Informationen und Floskeln verzichten. Also wirklich auf den Punkt, wer bin ich, warum möchte ich das machen und warum möchte ich das in dieser Firma machen. Genau, lässt auf jeden Fall erkennen, dass es kein Massenmailing ist. Wenn Personal erkennt, okay, diese Bewerbung ist an 30 Unternehmen gleichzeitig gegangen, da ist keine Individualität drin, der hat sich nicht mit meinem Unternehmen beschäftigt, dann rutscht man einfach in der Auswahl schon ein bisschen nach hinten. In den Stellenanzeigen finden wir Keywords. Wir nennen das Keywords, also Begriffe, die der Unternehmer ja bewusst gewählt hat, um diesen Ausbildungsplatz oder diesen Job oder diese Stelle zu beschreiben. Also ein Beispiel wäre, um bei uns zu arbeiten, muss man teamfähig sein. Wir empfehlen immer aus der Stellenanzeige 2, 3 Keywords rauszunehmen und diese, so es sich denn ansatzweise auch mit der Persönlichkeit deckt, in das Anschreiben zu integrieren. Warum? Weil es ist ja so, der Personaler hat in dem Unternehmen die Stellenanzeige geschrieben. Das bedeutet, dass er sich ja intensiv damit beschäftigt hat. Liest er also die Begriffe, die er in der Stellenanzeige verwendet hat, im Anschreiben, fühlt sich das für ihn gut an, er kann sofort einen Bezug herstellen. Und es ist letzten Endes schon eine gewisse harmonische, vertraute Basis da. Das Anschreiben darf sollte keinesfalls eine DIN A4-Seite überschreiten. Und da ist eben auch darauf zu achten, dass die Schriftgröße zwischen 11 und 12 liegt, also nicht 8 oder 9, sondern eben ein vernünftiges, ganz normales Anschreiben in der regulären Schriftgröße. Und alles das, was ich in einer Seite nicht gesagt habe, kann ich dann im Bewerbungsgespräch sagen. In dem Anschreiben geht es eben eher darum, kurz und knapp auf den Punkt zu sagen, das bin ich, das möchte ich, das kann ich. Wird digital oder persönlich unterschrieben? Es ist einfach so, dass wenn das Anschreiben, natürlich wird das unterschrieben, man kann heute, da gibt es Apps kostenfrei, wo man die Unterschrift letzten Endes eingeben kann über das Smartphone. Und das dann direkt in die Bewerbung reinkopieren. Die Alternative ist, die Bewerbung auszudrucken, zu unterschreiben, wieder zu scannen. Warum das manchmal eine Herausforderung sein kann, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Natürlich ist das Anschreiben auf Rechtschreibfehler korrigiert, klar. Dabei gilt es aber immer zu beachten, dass bei der Rechtschreibkorrektur, wenn überhaupt nur ein Minimum an Veränderung in dem Schreibstil des Schülers oder der Schülerin vorgenommen wird. Klar, es muss einen guten Lesefluss geben, aber jeder Personaler erkennt sofort, ob das ein Schüler geschrieben hat oder eben die Eltern oder wer auch immer. Genau. Das Anschreiben ist, und das habe ich in der Schule noch so gelernt, da hieß es immer, ja, ihr müsst gucken, dass ihr vielleicht da einen Job bekommt, also lieber ein bisschen devoter, ein bisschen unterwürfiger das Anschreiben formulieren. Das Arbeiten ist immer etwas auf Augenhöhe und es ist ein Tausch Lebenszeit gegen Geld. Das heißt, beide Seiten wollen was. Natürlich darf das Anschreiben nicht
voller Arroganz oder Überheblichkeit sein, das ist klar. Aber es darf schon klar und aufrecht zeigen, wer sich da bewirbt. Denn am Ende, und das ist heute einfach so, wir haben einen Fachkräftemangel, gerade Ausbildung ist sehr gefragt bei den Unternehmen, also Auszubildende sind sehr gefragt. Und da darf man eben schon mit dem nötigen Respekt, aber auf Augenhöhe begegnen und sich eben nicht unterwürfig zeigen im Anschreiben. Genau, bei Berufseinsteigern können auch gerne Soft Skills aus Hobbys und Interessen, also da kann gerne eine Herleitung geschaffen werden. Wenn ich zum Beispiel ein Praktikum gemacht habe, wenn ich im Sportverein bin, dass ich gut mit Kindern umgehen kann, wenn ich Kindergärtnerin werden oder Kindergärtner werden möchte, weil ich zum Beispiel schon Babysitting gemacht habe. Das kann man alles angeben und eben auch sagen. Und manchmal erscheint es einem noch so klein zu sagen, ja, aber da war ich ja nur eine Woche und habe die Jugendfreizeit begleitet. Eine Woche, wenn ich mich zum Beispiel für die Jugend und Pädagogik interessiere, eine Woche Jugendfreizeit begleitet, ist eine Woche mehr, als ganz, ganz viele andere Bewerber haben und sagt dem Arbeitgeber schon, dass da ein gewisses Grundinteresse ist. Wenn wir beim Thema Reifen bleiben wollen, dann halt sei es drum, wenn man mit dem Vater zusammen am Auto gearbeitet hat. Alles das, was zeigt, dass man sich mit dem Thema schon mal beschäftigt hat und es ein gewisses Grundinteresse gibt, hilft. Genau, zum Thema Motivation. Wie ist die Motivation und was treibt die Schüler an? Und da kann man die Schülerinnen und Schüler animieren, sich mit folgenden Fragestellungen einmal zu beschäftigen. Mir ist völlig klar, dass ein Schüler, der 14, 15, 16 ist, wahrscheinlich im Kern eher das Interesse PlayStation hat oder Chillen oder ich weiß nicht, wie man es heute nennt, völlig klar. Aber wenn ein Schüler sich mal mit den Fragestellungen beschäftigt, erleben wir in unseren Workshops und Veranstaltungen relativ schnell, dass dann schon einige Interessen zum Vorschein kommen. Und deswegen kann man die Frage stellen, mit welchen Adjektiven würde der Schüler seine Persönlichkeit beschreiben? Was ist für Sie eigentlich Glück und Zufriedenheit? Was sind die Ziele? Welche Eigenschaften schätzen Sie an anderen ganz besonders, welche weniger? Was machen Sie wirklich gerne? Was können Sie gut? Woran möchten Sie arbeiten, um besser zu werden? Einfach nur ein paar Ideen, die Sie einfach mal diskutieren können mit den Schülerinnen und Schülern, um dem Thema einer authentischen und echten Bewerbung ein Stück näher zu kommen. Die Unterlagen. Die Unterlagen, und das habe ich am Anfang schon gesagt, wir haben jetzt das Anschreiben, wir haben den Lebenslauf und bestenfalls haben wir vielleicht eine Urkunde über die Teilnahme an einem Praktikum oder auf unserer Nacht der Hotellerie ist es zum Beispiel so, dass die Schülerinnen und Schüler ein Teilnahmezertifikat erhalten. Dieses reichen sie dann auch gerne bei den Bewerbungen mit ein, um dem Hotelier zu zeigen, hier, pass auf, ich habe mich schon mal mit dem Thema beschäftigt. Genau. Und die Stellenanzeige gibt Aufschluss über die bevorzugte Empfangsart der Unterlagen. Das hatte ich eben schon erwähnt. Also da gilt es wirklich, man hat in der Regel keinen Vorteil davon, wenn man sich dann, wenn es per E-Mail gewünscht ist, besonders viel Mühe gibt, das ausdruckt und so weiter. Beim E-Mail-Versand ist darauf zu achten, dass die Bewerbungsunterlagen, also so denn als bevorzugte Empfangsart, die Bewerbung per E-Mail gewählt oder angegeben ist, ist darauf zu achten, dass die Unterlagen in einer Datei zusammengefasst sind, als PDF ordentlich sortiert und bestenfalls nicht über 2 oder 3 Megabyte. Der Hintergrund ist der, das müssen Sie sich so vorstellen, da sitzt ein Personaler und bekommt eine Bewerbung, den Lebenslauf als PDF, das Anschreiben als Word-Datei, das Zeugnis als Scan-Datei und noch ein Foto von mir aus. Dann muss er 4 Programme öffnen, um sich einen Einblick oder einen Eindruck über die Bewerbung zu verschaffen. Das ist sehr aufwendig und heutzutage eben auch ein Sicherheitsproblem, denn es passiert immer mehr und immer öfter, dass Viren und Trojaner über Bewerbungen verschickt werden. Deswegen sind Personaler und Personalabteilungen heute schon besonders vorsichtig. 2 bis 3 Megabyte einfach aus dem Grund, viele Unternehmen haben einen Stopp, dass die sagen, okay, E-Mail-Anlagen über eben Megabyte X nimmt unser Postfach nicht an, heißt im schlimmsten Fall, dass die Bewerbung einfach nicht zugestellt wird. Und
ob dann immer eine Mitteilung seitens des Systems erfolgt, dass die Bewerbung nicht zugestellt wurde, kann man nicht garantieren. Mit 2 bis 3 Megabyte ist man auf der sicheren Seite und kann davon ausgehen, dass die Bewerbung dann eben auch durchgeht. Genau, Anhänge sollten chronologisch sortiert sein, das heißt auch in dieser einen PDF-Datei darauf achten, dass die Dokumente gut chronologisch und einfach lesbar sortiert sind. Kann man heute mit den gängigen Programmen, kann man die Seiten entsprechend sortieren, ist absolut lösbar und macht es allen Seiten deutlich leichter. Klar, Rechtschreibung, Adresse und Ansprechpartner prüfen, hatte ich schon gesagt, gerade der Ansprechpartner, das ist entscheidend. Wenn man nicht weiß, wer ist der Ansprechpartner, weil es zum Beispiel nicht in der Stellenanzeige drin steht, dann noch gerne einmal anrufen, nachfragen, an wen darf ich das adressieren. Jede Personalabteilung wird da sehr wahrscheinlich gerne Auskunft geben. Genau. Das Design ist ansprechend und übersichtlich. Die Gestaltung richtet sich nach dem Beruf, dem Unternehmen und der Persönlichkeit des Bewerbers. Was man machen kann ist, und die Frage kriegen wir häufig gestellt, dürfen zum Beispiel die Grundfarben des Unternehmens verwendet werden? Die Farben, wenn es dezent ist, kann man das auf jeden Fall machen, dass man zum Beispiel einen Strich einführt in der Farbe des Unternehmens. Wovon wir tunlichst abraten und das auch keinem empfehlen möchten, ist das Verwenden des Unternehmenslogos. Das sehen wir immer wieder, da meint es ein Bewerber besonders gut und kopiert das Unternehmenslogo letzten Endes in seine Bewerbungsmappe rein. Davon würde ich abraten, zumal es einfach auch nicht zulässig ist, das Logo einfach so zu verwenden. Ein bisschen Farbe auf jeden Fall und dann sieht das Ganze schon ganz ordentlich aus. Natürlich müssen ordentliche Kontaktdaten hinterlegt sein. Ich hatte das schon gesagt, eine saubere E-Mail-Adresse, Vorname, Punkt Nachname, Bindestrich Nachname, wie auch immer. Und richtige Telefonnummer, das auch nochmal gegenchecken, also es eben dem Personaler auch so einfach wie möglich zu machen. Ich hatte heute im Verlauf des vorherigen Programms schon darüber gesprochen, dass man, wenn man die Unterlagen unterschreiben möchte, man auch ausdrucken kann, unterschreiben, einscannen. Das funktioniert. Wir empfehlen immer die digitale Unterschrift, denn viele Unternehmen arbeiten mit einer Technologie, die nennt sich CV-Parsing. Und CV-Parsing bedeutet, dass das Dokument ausgelesen wird, also die Bewerbung wird ausgelesen, die PDF-Datei, und in das unternehmeneigene Bewerbermanagementsystem integriert. Bei einer Datei, die ausgedruckt wurde, oder bei einem Anschreiben oder einem Lebenslauf, das ausgedruckt wurde, dann gescannt wurde, und per E-Mail verschickt wurde, ist die Fehlerwahrscheinlichkeit deutlich höher. Deswegen ist es immer besser, als PDF direkt speichern und diese digital erstellte Datei eben auch digital zu versenden. Weil ein Scan kann durch diese CV-Parsing-Technologie nicht immer sauber ausgelesen werden. Das bedeutet, dass im Zweifel die Bewerbung nicht sauber in das unternehmenseigene Bewerbermanagementsystem eingepflegt wird. Und da sind wir wieder am Punkt Fehlerquote. Es macht es dem Bewerber schwieriger und dem Personaler auch. Deswegen bestenfalls wirklich ein Word- oder ein Textdokument, Pages, als PDF speichern, digital unterschreiben und versenden. Ja, die alte Frage, die uns ganz häufig gestellt wird, du oder sie, was machen wir? Wie ist die Ansprache? Und da sagen wir ganz klar, was sagt die Stellenanzeige? Ist die Stellenanzeige in der Du-Form oder in der Sie-Form? Jetzt könnte man sagen, okay, wenn die Stellenanzeige in der Du-Form ist, dann sollte man sich auch in Du bewerben. Wir machen einmal im Jahr einen Test und da schreiben wir anonymisiert ca. 100 Unternehmen an, die Stellenanzeigen in der Du-Form formulieren und dann schreiben wir dahin, hey Sabine, wir haben deine Stellenanzeige gelesen und wir würden total gerne für dich arbeiten. In 60-70% der Fälle kriegen wir zurück, sehr geehrte Frau so-und-so, sehr geehrter Herr so-und-so. Das heißt, die Unternehmen suchen in der Du-Form, sind dann aber selber häufig in der Sie-Form noch verhaftet. Das heißt, ich empfehle in diesem Fall, wenn der Verdacht entsteht und der Verdacht, also es ist in der Regel so, dann einfach nicht direkt mit dem Du ins Haus fallen, sondern vielleicht mit einem etwas entspannteren Sie, also guten Tag Frau oder Hallo Frau und nicht sehr geehrt. Ich würde das tatsächlich situativ entscheiden oder für den Moment entscheiden und sagen, okay,
wenn es offensichtlich, also wenn ich mich bei einem Unternehmen bewerbe, das offensichtlich ein Du-Unternehmen ist, IKEA. Super Beispiel, IKEA hat eine Du-Kultur, dann kann man das machen. Ansonsten lieber ein lockeres und entspannteres. Genau, das inflationäre Duzen in Stellenanzeigen ist in den meisten Fällen eben nicht zu Ende gedacht. Das ist genau das, was ich sage. Die Unternehmen duzen und sagen, hey, wir suchen dich. Und wenn sie sich dann mit Du bewerben, dann kriegen sie ein sehr geehrtes zurück. Deswegen da immer ein bisschen Vorsicht und auch ein bisschen Nachgefühl. Das hängt eben auch ein bisschen vom Unternehmen ab, wo ich mich bewerbe. Genau, ja, Tipps und Trends, da ein kleiner Exkurs. 6% der Recruiter geben an, Bewerber auf Google zu überprüfen und auf Facebook, Instagram und so weiter. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, 6% stimmt nicht. Es sind mindestens 60 bis 70, wenn nicht mehr. Sie dürfen es nur nicht. Also es ist immer so eine Grauzone, deswegen Personaler halten sich da in der Regel zurück. Sie können aber davon ausgehen, dass ein Personaler, der ein bisschen Zeit hat und sich mit dem Besetzen eines Ausbildungsplatzes beschäftigt, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit den Kandidaten googelt. Dass er sich das Instagram-Profil, TikTok-Profile anschaut und eben, ja, Facebook nicht mehr in der Generation, aber eben vielleicht auch mal googelt und so weiter. Und da kann ich nur empfehlen, dass der Bewerber oder die Bewerberin das eben auch berücksichtigt. Also irgendwelche zu extrovertierten Aufnahmen, in welcher Form auch immer sich das gestaltet, lässt am Ende Rückschluss auf die Persönlichkeit des Kandidaten und kann dazu führen, dass das Unternehmen sagt, nein, mit dem nicht. Also wenn ich aber auf der anderen Seite hingehe und sage, dass ich mir diesen Punkt zunutze mache als Bewerber, also ich möchte Fotograf werden, dann empfiehlt es sich natürlich, meinen Instagram-Account, der tolle Fotos hat, vielleicht sogar aktiv anzusprechen, um zu zeigen, hier, schaut mal, ich kann nicht nur eine tolle Bewerbung schreiben, sondern auf meinem Insta-Feed oder auf meinem Instagram-Account könnt ihr direkt sehen, was ich schon alles mit der Kamera gemacht habe. Aber da dann eben berücksichtigen, wie sehen die sozialen oder wie ist die Präsenz in den sozialen Netzwerken. Genau. Ja, dann einmal noch ganz kurz zu den Tipps und Trends. Ganz klar, die Individualität in der Bewerbung ist weiterhin Trumpf. Also aus der Masse herausstechen, überzeugen, warum passe ich für den Job oder auf den Job? Was zeichnet mich aus? Warum soll ich hier Ihr neuer Mitarbeiter oder Ihre neue Mitarbeiterin werden? Das Thema Videobewerbung ist ganz klar auf dem Vormarsch. Es gibt immer mehr Unternehmen, die dieses Format fördern und eben sagen, hier, bewirb dich per Video. Das, wenn das angeboten wird, auch gerne nutzen. Kann man wirklich machen. Da sollte man nur darauf achten, dass man, wenn es nicht vom Unternehmen vorgegeben wird, dass man sich vorher ein paar Stichpunkte aufschreibt, was möchte ich beantworten, was möchte ich in dem Video über mich erzählen. Und wir können es nicht oft genug sagen, auf den Hintergrund achten. Also ein Video aus dem Kinderzimmer, wo im Hintergrund irgendwelche seltsamen Poster sind, das ungemachte Bett oder was auch immer, Chaos, ist nicht gut. Also der Hintergrund ist ganz, ganz entscheidend. Jetzt haben wir es mit einer Generation zu tun, die sehr, sehr videoaffin sind, die sich damit beschäftigen, und da wirklich nur der Hinweis, auf den Hintergrund achten, im Vorfeld ein paar Fragen zurechtlegen und dann geht's los. Genau, One-Click-Bewerbungen, neue Kommunikationskanäle, WhatsApp, Zoom, Job-Apps. Es gibt eine Vielzahl an Bewerbungsmöglichkeiten, Jobportalen, Trends und Entwicklungen. Man kann, grundsätzlich gilt die Faustregel, wenn das Unternehmen das anbietet, kann man es eben auch nutzen. Genau, gute Vorlagen gibt es bei bewerbung2go.de, da kann man Lebenslauf, weitere Vorlagen finden und dort die Schülerinnen und Schüler begleiten. Die gängigen Programme, hier in Bremen haben wir ja die hervorragende Situation, dass iPads zur Verfügung stehen. Das heißt, auch dort gibt es bereits tolle Textvorlagen, mit denen der Schüler oder die Schülerin Bewerbungsunterlagen sehr gut erstellen kann. Und die können auch gerne genutzt werden. Das ist durchaus gängige Praxis. Hier finden Sie noch eine Checkliste. Diese Checkliste, da können Sie einfach nochmal mit den Schülerinnen und Schülern prüfen, sind die Bewerbungsunterlagen so, wie sie sein sollten, spiegeln sie die Persönlichkeit wider, ist es alles in einer Datei, zeigt es ganz klar, wer oder was sie sind, was sie möchten, wo die Reise hingehen soll. Und wenn sie das berücksichtigen, dann steht dem Einstieg ins Berufsleben nichts mehr im Wege. Wir haben hier zwei Stellenanzeigen noch einmal für Sie, wo Unternehmen ganz aktiv um junge Fachkräfte werben, die auf junge Fachkräfte und Auszubildende eingehen
Und wenn wir solche Stellenanzeigen sehen, dann kann man sich eben daran orientieren, das in seine Bewerbung einfließen lassen. Und dem Berufsstand steht nichts im Wege. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken zu unserem Thema Bewerbung. Für heute ist es das von meiner Seite. Ich freue mich auf die nächsten Lektionen mit Ihnen und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.